Ein zuverlässiger Freund ist wie ein sicherer Zufluchtsort. Wer einen solchen Freund gefunden hat, der hat seinen wahren Schatz gefunden. Der ist nicht zu bezahlen und mit nichts aufzuwiegen. Dieser Satz aus Jesus Sirach, einem Buch voller Weisheiten, das sich auf die Bibel bezieht, ist mir diese Tage untergekommen. In der Tat, wahre Freunde sind ein unglaublich wertvoller Schatz. Und das habe ich in meinem Leben schon mehrfach erfahren können und dürfen. Meine Freunde waren da für mich, als ich mich in meinem Leben in einer Talsohle befunden habe. Das sind die Momente im Leben, wo man spürt und merkt, das sind die wahren und richtigen Freunde. Freunden vertraut man sich an. Da habe ich so manches erzählt, was mich tief bewegt. Ich habe mich getraut, das zu sagen, weil ich wusste, es ist da gut aufgehoben bei meinen Freunden. Und das tut so gut, wenn man so einen Zufluchtsort hat. Mich macht es traurig, wenn ich von Menschen erfahre, die eben solche Freunde nicht haben. Dafür mag es vielerlei Gründe geben, aber meist sind diese Menschen dann schon in ihrem Leben einsam. Zumindest einen wahren Freund wünsche ich diesen Menschen. Dass sie das Glück und den Schatz von wahrer Freundschaft kennen und schätzen lernen können. What a friend we have in Jesus. Was für einen Freund haben wir in Jesus, gibt es einen spirituell, der mir gerade in den Sinn kommt. In Jesus haben wir einen ganz wunderbaren Freund. Er ist treu und er kann prima zuhören. Er ist bereit, für seine Freunde einzustehen. Über diesen Freund, über Jesus dürfen wir uns alle freuen. Er ist unser Zufluchtsort und der zuverlässigste Freund. Und genau das besingt dieser Gospel. What a friend we have in Jesus. Was auch im Leben auf uns zukommt, Jesus ist als unser Freund an unserer Seite. Und im Gebet können wir uns an ihn wenden. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Marfriedis.